Damen, Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Guten Abend. Wahnsinn. Mann, herrlich. Dankeschön. Showtime! Hallo liebe Leute, bitte gebt schön Acht, denn wir haben euch hier und heute etwas mitgebracht. Text für den Kopf und Musik fürs Ohr, macht euch drauf gefasst, wir machen euch was vor. Ohr ins Gehirn und direkt in den Bauch, machen jede Menge Schall und ziemlich wenig Rauch. Mal leise und mal laut, mal flüstern und mal krachen. Kurz, wir sind gekommen, um Musik zu machen im Club oder Saal oder Open Air. Radio und CD, alles kreuz und quer. Die Hauptsache ist, ihr seid mit dabei. Licht an und Bühne frei. Dreht völlig ab oder bleibt ganz cool. Lehn dich zurück oder tanz auf dem Stuhl. Sing mit oder nicht, so oder so. Herzlich willkommen, hier ist die Wise Guys Show. Zoom. Nicht aus der schönsten Stadt der Welt, sondern aus der Stadt, die sich für die schönste hält. Dieser Köln-Effekt, der manchen Fleck verdeckt, hat uns nie verschreckt. Köln ist einfach korrekt. Wir gehen zum Lachen auf die Bühne und nicht in den Keller. Köln auch ohne Kölsch fröhlich sein, doch mitgehen schneller. Wir machen, was wir wollen, das lassen wir sein. Und darum passen wir in keine Schublade rein. Schubladendenken, Blödsinn mit Methode. Wir machen unser Ding neben der Kommode. Die Hauptsache ist, ihr seid mit dabei. Licht an und Bühne frei. Dreh völlig ab oder bleib ganz cool. Lehn nicht zurück oder tanz auf dem Stuhl. Sing mit oder nicht, so oder so. Herzlich willkommen, hier ist die Wise Guys Show. Zoom! Clemens, Ari, Ferenc, Elli und Dan. Fünf Autobahnmatrosen ohne Kapitän. Fahren das ganze Land ständig unterwegs. Manchmal schwer in Eile, nicht mal Zeit für den Keks. Showtime! Wo war man nochmal am Montag? Bonn am Rhein. Wo war man nochmal am Dienstag? Frankfurt, Main. Wo war man nochmal am Mittwoch? Weiterziehen. Wo war man nochmal am Donnerstag? In Berlin. Wo war man nochmal am Freitag? Gütersloh. Wo war man nochmal am Samstag? Im Studio. Wo war man nochmal am Sonntag? Ich glaub in Trier. Heute sind wir hier. Dreh völlig ab oder bleib ganz cool. Lehn dich zurück oder tanz auf dem Stuhl. Sing mit oder nicht, so oder so. Herzlich willkommen, hier ist die Wise Guys Show. Dreh völlig ab oder bleib ganz cool. Lehn dich zurück oder tanz auf dem Stuhl. Sing mit oder nicht, so oder so. Herzlich willkommen, hier ist die Wise Guys Show. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns nach der Show. Wir machen nach der Show noch ein Afterglow. Also rennt nicht weg, geht noch nicht nach Haus. Wir müssen ja zum Glück morgen früh nicht raus. Dankeschön. Sehr nett, vielen Dank. Sehr freundliche Begrüßung Ihrerseits, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Wir sind die Wise Guys, wie wir gerade uns auch vorgestellt haben, aus Köln. Und wir sind gerne in Mainz, weil wir der Meinung sind, wir Zweitliga-Städte müssen zusammenhalten. Wir freuen uns erstmal, dass Sie da sind. Ein schöner Saal hier. Und wir möchten uns vorstellen bei den Leuten, die uns noch nicht kennen. Wir haben eben durch den Vorhang geschielt hinten von der Seite und haben da einige Gesichter gesehen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Deswegen kurz zu dem, was wir machen. Wir fünf, die Wise Guys, machen A Cappella. Und damit fangen die Probleme eigentlich auch schon an, denn viele Menschen können A Cappella immer noch nicht richtig definieren und behaupten fälschlicherweise, A Cappella sei Singen ohne Musik. Da weiß doch irgendwie jeder, was gemeint ist, aber wir sind immer so ein bisschen beleidigt, weil wir uns doch in unseren Konzerten, zumindest über weite Strecken, auch immer wieder bemühen, zwischendurch Musik zu machen. Das allerdings ohne Instrumente. Das ist ein Merkmal, das uns von anderen Bands unterscheidet. Ein zweites Merkmal ist die Tatsache, dass wir unsere Songs selbst schreiben. Fast das komplette Programm stammt aus unserer Feder, Text und Musik. Wenn wir ein neues Programm zusammenstellen oder eine neue CD aufnehmen, wie das gerade im Moment der Fall war, sind wir fünf immer wieder auf unsere kreativen Ideen angewiesen. Anders formuliert, wir versuchen immer wieder durch Ausnahmeeinfälle Einnahmeausfälle zu vermeiden. Wir schreiben unsere Lieder in deutscher Sprache. Die deutsche Sprache hat den einen ganz großen Vorteil, dass sie hierzulande
auch in dieser Region von den meisten Menschen verstanden wird. Und dadurch erhalten unsere Lieder auch eine inhaltliche Dimension. Es geht also um Themen und die können eben auch vom Publikum verstanden werden. Das macht die Sache in vielerlei Hinsicht sehr viel einfacher. Ein Thema, das wir auch besingen, müssen wir zugeben, wir haben viele Themen, die uns interessieren. Ein Thema ist auch die Liebe. Das ist nicht gerade originell, das wissen wir selbst. Aber auch da bilden wir uns ein, dass die Wise Guys einen kleinen Vorteil haben gegenüber anderen Künstlern, die sich mit einem solchen Thema beschäftigen. Wenn es um Frauen geht, wenn es um die Liebe geht, wenn es um Beziehungen geht, haben wir fünf den Vorteil, dass wir alle objektiv sind. Das heißt, wir haben einen einzigartigen Realitätssinn und geraten eigentlich nie ins Schwärmen. Wir werden das im folgenden Lied unter Beweis stellen, wenn wir den Frühling thematisieren. Das haben vor uns auch schon hunderte von Dichtern und Schlagersängern gemacht. Und immer, wenn man irgendwas über den Frühling hört oder liest, dann ist immer dieses Übertriebene, dieses Schwärmerische da drin. Die Leute behaupten immer, der Frühling sei die Zeit, wenn die Natur erwacht und gleichzeitig alle Menschen sich der Liebe hingeben und alle auf einer rosaroten Wolke des Glücks schweben. Dass das aber nicht immer stimmt, sieht man spätestens, wenn man sich den Clemens einmal anschaut, der ganz links steht von Ihnen aus gesehen. Clemens hat im Frühling Dinge erleben müssen, die ihn als Mann dermaßen aus den Socken gehauen haben, dass sich das bis zum heutigen Tage negativ auf seine Bühnenoptik ausgewirkt hat. Wir sagen das immer gerne zu Beginn der Show, damit Sie für den Rest des Abends wissen, was mit ihm los ist. Was damals im Frühling geschehen ist, das zeichnen wir nach in unserem Frühlingslied, das ganz harmlos anfängt, dann aber unaufhaltsam in die Katastrophe steuert. Ding, 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 ding. Sternenklare, kalte Nacht hat Frühling übers Land gebracht. Die Bäume wiegen sich in sattem Grün. In sonnenwarmer, reiner Luft lässt jener zauberweiche Duft mit sanfter Macht die Liebe neu erblühen. Die Bienen summen froh im hohen Grase. Ein Schmetterling setzt sich auf meine Nase, doch ich begrabe traurig meine Pläne. Anna hat Migräne, Anna hat Migräne, Anna hat Migräne. In Mensch und Tier und aller Welt hat sich die Liebe eingestellt, doch ich verdrücke leise eine Träne. Anna hat Migräne. Ich hab im Leben immer Glück, fünf Schritte vor, keiner zurück. Ich seh gut aus und habe Geld für zwei. Doch was nützt mir die Stange Geld, wenn keiner mir die Stange hält? Dann ist das Leben eine Quälerei. Warum mich all die Menschen foltern müssen, die sich direkt vor meiner Nase küssen? Ich steh hier völlig unter Quarantäne. Anna hat Migräne, Anna hat Migräne, Anna hat Migräne. Und all dieweil der Spargel wächst, ist meine Lage wie verhext. Wo nicht gehobelt wird, da fallen auch keine Späne. Anna hat Migräne. Anna hat Migräne. Morgen geht's ihr besser, keine Frage. Anna hat Migräne. Doch dann kriegt sie sicher ihre Tage. Was ich klagen dir werde. Ich fühle mich so alleine. Und zeigt das Schicksal seine Zähne. Männer sind arme Schweine. Anna hat Migräne. Do it yourself. Nee, das will ich nicht. Anna hat Migräne. Ich geh nach Hause und erschieße mich. Anna hat Migräne. Dankeschön.
Wir als Kölner mussten uns ja mal zum Thema Feiern äußern, vor allem was dann am Morgen nach dem Feiern geschieht. Da gibt es ja viele Menschen, für die geht die Welt unter und die jammern und beklagen ihre Kopfschmerzen. Das soll man ja tun, aber man soll sich vielleicht ab und zu nochmal bewusst machen, dass sich vielleicht dieser Einsatz gelohnt hat, wenn der Abend besonders schön war. Was für eine Nacht! Stell dir vor, dass die Erdanziehungskraft sich vervierfacht hat und dich völlig schafft. Stell dir vor, du wärst 100 Jahre alt und man hätte dich auf einer Tragfläche festgeschnallt. Stell dir vor, man hätte dich beim Iron Maiden Konzert mit dem Ohr an der Membran in die Box gesperrt. Stell dir vor, du wärst der Frosch, der sich im Mixer dreht. Jetzt weißt du ungefähr, wie es mir heute geht. Heute krieg ich nichts mehr hin, weil ich total am Ende bin. Das ist traurig, aber wahr. Trotzdem ist mir klar, das war's wert. Was für eine Nacht, gesungen mit Tanz und gelacht. Die Nacht zum Tag gemacht, das war echt nicht verkehrt. Das muss einfach wieder sein. Und einer ging noch rein. Das war's wert, das war's wert. Keine Ahnung, wann ich eingeschlafen bin. Ich weiß nur noch, die Vögel sangen vor sich hin. Mein Gehirn sagt, mach heute mal ohne mich. Die Magensaftarmeen attackieren sich. Ich laufe gegen eine verschlossene Tür. Doch das macht nichts, weil ich heute sowieso nichts spür. Mein Schädel fühlt sich an wie ein Atomkraftwerk. Ich hab nen Tatendrang wie ein Gartenzwerg. Heute krieg ich nichts mehr hin, weil ich total am Ende bin. Das ist nun mal leider so, trotzdem sag ich yo, das war's wert. Was für eine Nacht, gesungen, getanzt und gelacht. Die Nacht zum Tag gemacht, das war echt nicht verkehrt. Das war nötig, ohne Scheiß, bezahl ich halt den Preis. Das war's wert, das war's wert. Obwohl's mir heute echt beschissen geht und es nicht gut um mein Gewissen steht, mit euch zu feiern ist ein explosiver Mix. Doch ich bleib dabei, ich bereue nix. Das war's wert, was für eine Nacht. Gesungen, getanzt und gelacht. Die Nacht zum Tag gemacht, das war echt nicht verkehrt. Das war nötig, ohne Scheiß. Heute zahl ich halt den Preis. Das war's wert, das war's wert, das war's wert. Was für eine Nacht. Gesungen, getanzt und gelacht. Nacht zum Tag gemacht, das war echt nicht verkehrt. Das war nötig, ohne Scheiß, zahl ich halt den Preis. Das war's wert, das war's wert, das war's wert. Was für eine Nacht, gesungen, getanzt und gelacht. Die Nacht zum Tag gemacht, das war echt nicht verkehrt. Das muss einfach wieder sein, einer ging noch rein. Das war's wert, das war's wert, das war's wert. Worauf es ankommt, ist ja der Alltag. Und da fangen die Probleme meistens an. Wir haben einerseits festgestellt, dass man es als Mann sehr leicht hat, mit einer Frau auch im Alltag zusammenzuleben, wenn man alles ganz genau so macht, wie sie das möchte. Es ist aber dennoch so, dass die Ansprüche der Frauen gestiegen sind. Die Ansprüche an Beziehungen und die Ansprüche an Männer. Alles soll moderner werden. Wir fünf haben diese Umstellung innerlich schon vor ein paar Jahren vollzogen und werden Ihnen das im Folgenden unter Beweis stellen. Unser Sari wird jetzt von einer hypermodernen Beziehung berichten und von einer absoluten Powerfrau. Ich wecke sie mit meinem fröhlichsten Lachen. Aufstehen, Schatz, Karriere machen. Im Schrank liegt eine frisch gebügelte Hose. Tomaten, Mozzarella und Basilikum sind in der Tupperdose.
Sie sagt, die Sonne scheint, ich nehm den Lamborghini, heute wird es spät, wir trinken noch Martini bei Salvatore, bitte warte nicht auf mich, ich muss jetzt los, vergiss die Blumen nicht, ich strahl sie an und sag, mach dir keine Sorgen, die Blumen und die Fenster mach ich gleich heute Morgen, pass auf dich auf, wann kommst du denn nach Haus, doch da ist sie schon lange aus der Türe raus. Sie ist eine Powerfrau, die alle Tricks kennt, in Communication, Front Consulting, Multi-Management, ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst. Ich hab bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Die Blumen sind gepflegt, alle Fenster sind geputzt. Der Wohnzimmerteppich war die längste Zeit verschmutzt. Mit meinem neuen Wasserheißdampfreinigungsgerät kommt für den Dreck jede Hilfe zu spät. Ich hab eingekauft und die Betten frisch bezogen und aus Langeweile alle krummen Gabeln grad gebogen. Jetzt warte ich auf sie und vermisse sie voll. Doch ich weiß, dass ich sie im Büro nicht anrufen soll. Sie ist eine Powerfrau, die alle Tricks kennt. Im Communication, Front Consulting, Multi-Management ist die Main Assistant, Chief Controlling Analyst. Ich hab bis heute noch nicht verstanden, was das ist. Doch sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Manchmal fühle ich mich müde und leer. Mein Therapeut sagt täglich, nimm's nicht so schwer. Ein eigenes Hobby wäre geschickt und klug. Doch zum Töpfern bin ich einfach nicht geschickt genug. Ich hasse ihren jungen Privatsekretär. Sie lächelt und sagt, dass da absolut nichts wäre. Doch der Typ hat Muskeln, da komm ich nicht gegen an. Und ich trau ihr nicht, sie ist ja auch nur ein Mann. Sie ist eine Powerfrau und das ist ihre Art der Rache für 5000 Jahre Patriarchat. Doch im Scheidungsrecht kenn ich mich bestens aus. Wenn es soweit ist, dann behalte ich das Haus. Stichwort Kino. Also wenn man es schafft, eine Frau dazu zu bewegen, mit einem alleine ins Kino zu gehen, also ein richtiges Kino-Date, dann fangen die Probleme schon an. Man kommt in den Kino-Center und fragt sich, in welchen Film geht man mit dieser Frau? Die Art von Kinofilmen, die wir fünf uns gerne anschauen, also hirnlose Actionfilme, in denen alle 10 Sekunden irgendetwas ohne erkennbaren Anlass explodiert, sind Filme, die Frauen von heute irgendwie nicht sehen wollen. Sie weigern sich und wollen lieber Filme sehen, die so eine richtige Handlung haben. Also Filme, in denen eine Geschichte erzählt wird, die auch noch Sinn machen soll. Sehr, sehr hohe Ansprüche, die Frauen dem Kino gegenüber entwickeln. Und das ist leider so, dass wir feststellen mussten, dass Frauen in unseren Konzerten diese Ansprüche auch unserer Musik entgegenbringen, vor allem unseren Texten. Wir haben das in den letzten Jahren wirklich hunderte Mal erlebt. Wir haben ja diese Tradition, dass wir den Afterglow machen, also nach dem Konzert noch ins Foyer gehen und uns dann an der Theke mit den Zuschauern und Zuschauerinnen treffen, die noch da geblieben sind. Da kommt man oft ins Gespräch und wir haben es wirklich dermaßen häufig gehabt, dass wir die tollsten Frauen hatten, die zu uns kamen, vor uns standen und dann gesagt haben, so sinngemäß, das war ein schönes Konzert, eure Lieder sind so lustig. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn so eine Traumfrau zu einem sagt, du bist so nett. Du bist wie ein Bruder für mich. Und wir haben erst nach einiger Zeit herausgefunden, was in unseren Konzerten fehlt, was die Frauen erwarten von unseren Songs. Frauen in unseren Konzerten wollen Texte hören, die sie intellektuell, geistig herausfordern, aber gleichzeitig emotional anrühren. Sie wollen von den Texten in unseren Konzerten profitieren. Sie wollen am liebsten von einem Wise Guys Konzert etwas mit nach Hause nehmen, was ihren persönlichen Alltag bereichern kann. Das sind die Ansprüche, die Frauen an unsere Konzerte haben. Und wir müssen gestehen, in den letzten 7 Jahren haben wir es noch nicht mal annähernd geschafft, einen solchen Text zu schreiben, der diese Kriterien erfüllen würde. Und dann, vor ein paar Monaten, war es auf einmal soweit. Wir hatten diese Inspiration und haben diesen Song geschrieben und vor allem diesen Text geschrieben. Und seit wir dieses Lied singen, haben wir gemerkt, wie unsere Chancen beim weiblichen Teil des Publikums in die Höhe geschnellt sind. Unfassbar. Wir müssen deswegen zugeben, dass wir uns auf den nächsten Song freuen und auf den Text dieses Liedes auch ein kleines bisschen stolz sind.
eine Schüssel Zucker, 280 Gramm. Und Zuckerrübensirup, wenn wir sowas haben. Davon nehme ich 40 Gramm und mixe geschwind, so lang bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Dazu 200 Gramm weiche Margarine und zwei frische Eier, dann dieselbe Schiene. Wieder alles gut verrühren, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt brauche ich noch eine Schüssel. 400 Gramm Mehl, jeweils ein Teelöffel Natron und ein Vanillepulver ungesüßt. Ich glaub, das war's schon. Ach nee, einen halben Teelöffel Salz. Jetzt fällt's mir ein, das Ganze gut vermischt in die erste Schüssel rein. Und nochmal rühren, doch nur kurz, denn es wäre schade, wenn die Kekse zäh würden. Jetzt ist die Schokolade 300 Gramm in kleinen Stücken unter den Teig zu heben. Den Teig in einen luftdichten Behälter geben. Oh, und mein Chocolate-Chip-Cookies kann keine widerstehen. Du wirst schon sehen. Den Teig 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann haben die Kekse Biss und wer Biss hat, muss nicht bellen. Jetzt mach ich mir einen netten Tag und eine schöne Nacht. Und morgen wird das Werk vollbracht. Der Backofen heizen auf 180 Grad. Backpapier aufs Blech, dann mach ich den Teig parat. In 50 kleine Kugeln aufs Backblech drauf. Abstand halten, denn die Dinger gehen auf. Dann auf der mittleren Schiene eine Viertelstunde backen. Zeit genug zum Spülen und um die Schüssel wegzupacken. Unten aus Klappe auf das Schönste, was es gibt. Die Sekunde der Vollendung, die jeder Künstler liebt. Und habe ich mal Pech und sehe ein paar Verbrannte, bin ich ein braver Neffe und schicke sie der Tante. Die guten Kekse soll mein Schatz probieren. PS, die Zutaten kann man lustig variieren. Down, 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 Chocolate-Chip-Cookies. Ich backe Chocolate-Chip-Cookies. Und mein Chocolate-Chip-Cookies. Ja, mein Chocolate-Chip-Cookies. Ich meine meinen Chocolate-Chip-Cookies. Kann keine widerstehen. Down, 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 down. Dankeschön. Es ist ein Original-Backrezept, das wir im Internet gefunden haben. Wir haben vor der ersten Aufführung dieses Songs die Kekse einmal testgebacken gemeinsam. War ein lustiger Nachmittag. Und man kann nach diesem Song also wirklich eins zu eins Kekse backen. Der kommt auch auf die CD, dann kann man sich die CD kaufen und das Lied dann 30 Mal hören und dabei dann Zutaten abmessen und so. Ein Spaß für die ganze Familie, meine Damen und Herren. Dieter Bohlen. Nichts als die Wahrheit ist das Buch des Herbstes gewesen. Ich meine, Dieter Bohlen aus der Nähe von Hamburg oder sogar aus Hamburg ist er, glaube ich, nervt ja seit über 20 Jahren mit dem, was er sich unter Popmusik vorstellt. Und ja. Und lässt sich jetzt auch ein Buch schreiben. Das soll er ja alles tun. Wir leben in einem freien Land und jeder darf das machen, was er irgendwie will, wenn es anderen nicht ganz, ganz schlimm wehtut. Aber das eigentlich Erschütternde ist ja die Tatsache, dass die Leute das kaufen. Die Menschen kaufen, Millionen Menschen kaufen das. Und ich meine, es ist so, erfahrungsgemäß, man kennt persönlich nie irgendjemanden, der eine Modern Talking Platte besitzt oder das Buch gekauft hätte. Aber die Zahlen sagen was anderes aus. Und man muss irgendwie, also wenn man nicht dem Wahnsinn verfallen will und sich darüber nicht tierisch aufregen will, dann hilft es, wenn man sich ungefähr einmal im Monat zurückzieht und sich ein Gläschen Wein einschenkt und sich dann einfach nochmal geistig klar macht, dass in unserem Land die Vollidioten in der Mehrheit sind.
Wenn man das für sich selber erkannt hat, dann geht es einem viel besser. Dann wird man irgendwie ruhiger und lockerer und dann kann man sich diesen Menschen auch zuwenden. Weil unheimlich oft sind ja die Vollidioten die Leute, die einen so sprachlos machen, dass man ihnen nie das sagen konnte, was man ihnen immer schon mal sagen wollte. Und wir haben, wie gesagt, seit ein paar Wochen diese innere Ruhe gefunden und haben deswegen vor ganz kurzer Zeit ein inverses Liebeslied geschrieben, das wir all den Menschen in unserem Land widmen möchten, die aktiv oder passiv an einer Bolinisierung unserer Gesellschaft ihren Anteil haben. Du bist das ganz genaue Gegenteil von klug. Hältst dich für hip und das ist dir schon genug. Du bist zufrieden, doch du bist nicht ganz dicht. Und das Schlimmste ist, du merkst es einfach nicht. Du verwechselst teure Kleidung mit Stil. Du verwechselst sowieso ziemlich viel. Egal worum es geht, du verstehst nur Hauptbahnhof. Du doof. Du doof. Du bist nett gesagt ne peinliche Erscheinung. Von nix ne Ahnung, doch zu allem eine Meinung. Ich würd dich ungern mal betrunken erleben. Denn du bist nüchtern ja schon völlig daneben. Du machst gerne ziemlich dumme Zwischenrufe. Du stehst mit Goofy und ein Blöd auf einer Stufe. Egal worum es geht, du verstehst nur Hauptbahnhof. Dedeledelim, du doof. Du doof. Das hab ich jetzt mal ganz bewusst so formuliert. Damit's vielleicht sogar ein Depp wie du kapiert. Dich gibt's in Deutschland ein paar hunderttausend Mal. In coolen Kneipen, Karstadt-Clubs und bei Aral. Auf der Straße, bei McDonald's, manchmal auch beim Zelten. Auch im Museum und Theater, aber selten. Du doof. Du doof. Du hast sie wirklich nicht mehr alle auf der Latte. Wo sonst das Hirn sitzt, ist bei dir nur Zuckerwatte. Du doof. Du doof. Der liebe Gott hat ganz bestimmt mit dir Erbarmen. Denn es steht geschrieben, selig sind die geistlich Armen. Doch manchmal frage ich mich, wer soll dafür haften? Kann der Himmel denn so viele Selige verkraften? Du doof. Also wir waren zwischendurch beim Sommerurlaub. Ein paar von uns hatten wirklich einen super schönen Sommerurlaub im abgelaufenen Jahr. Und mit allem, was dazugehört, träumen Sie sich vielleicht jetzt einfach mal in diese Lage rein. Also Sie sind am Strand, am Meer, die Sonne scheint mit einem lieben Menschen. Ich bin kritisiert worden für das Wort liebe Menschen. Ich kriege immer so Manöverkritik, auch verständlich. Und das Wort liebe Menschen, das klingt so pastoral, wird mir gesagt. Also Sie träumen sich in diese Situation rein. Sie sind am Strand mit einer geilen Schnecke. Und und es ist einfach alles wunderbar. Und das Lied, das jetzt auch ganz neu ist, das dazu gehört, das heißt Sonnencreme-Küsse. Das Gefühl hab ich so vermisst, wenn man vergisst, welcher Wochentag ist. Alles, was zählt, ist das Meer, die Sonne und du.
Du liegst im Sand, bist eingedöst. Der Stress hat sich im warmen Wind aufgelöst. Du liegst einfach da und ich schau dir zu. Wolkenloser Himmel, danke nach oben. Der Sprung ins kalte Wasser, in der Brandung toben. Ein unverstellter Blick, viele Meilen weit. Das ist unsere Zeit. Sonnencreme, Küsse, Sand auf deiner Stirn. Das Salz vom Meer auf deiner Haut. Deine Sonnencreme, Küsse, schmecken nach Meer. Völlig neu und völlig vertraut. Deine Sonnencreme, Küsse. Deine Sonnencreme-Küsse. Das Bikini-Top hast du wieder weggelassen. Ich versuch zu lesen, doch natürlich muss ich passen. Ich schiele zu dir rüber und bin völlig verloren. Die fremde Sprache, die ich könnte, jede Wette, wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, klingt auf einmal wie Musik in meinen Ohren. Unsere schöne Burg in den Sand gebaut, hat die Flut geklaut, uns wird's am Strand zu laut. Aber zu den Dünen ist es nicht weit, das ist unsere Zeit. Sonnencreme, Küsse, Sand auf deiner Stirn, das Salz vom Meer auf deiner Haut. Deine Sonnencreme, Küsse, schmecken nach Meer, völlig neu und völlig vertraut. Deine Sonnencreme, Küsse. Deine Sonnenschirmküsse. Du 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 du. Das Meeresrauschen, diesen Moment würde ich mit niemandem tauschen. Für kein Geld der Welt und ganz, ganz egal was wär. Ich würde am liebsten 100.000 Fotos machen von dir im Sand, vom Meer und deinem Lachen. Ich mache mir ein Bild in meinem Kopf und geb's nie mehr her. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Doch ich hab mich jeden Morgen neu verliebt in den Himmel und den Strand und das Meer und den Sand und in dich. Und deine Sonnencreme-Küsse, Sand auf deiner Stirn, das Salz vom Meer auf deiner Haut. Deine Sonnencreme-Küsse schmecken nach Meer, völlig neu und völlig vertraut. Deine Sonnencreme-Küsse, deine Sonnencreme-Küsse. Deine Sonnencreme-Küsse, deine Sonnencreme-Küsse. Dankeschön. Ja, wir kommen dann langsam zum letzten Song, meine Damen und Herren. Und dieser Song ist das geistig-kulturelle Highlight unserer Show. Wir versuchen mit diesem Lied eine Brücke zu schlagen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika und die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder auf ein Niveau zu heben, das dem von Köln und Düsseldorf entsprechen würde. Wir haben vor einiger Zeit schon einen Song aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen, der uns großartig gefallen hat, ins Deutsche übersetzt. Die Künstlerin singt ihren Song auf Englisch, wir haben diesen Text ins Deutsche übertragen und sie hat eine Art zu tanzen, sich erotisch und athletisch zu bewegen. Und diesen Tanz haben wir ebenfalls ins Deutsche übersetzt. Wir möchten wieder die Minderjährigen vorwarnen, es gibt in diesem Text einige sehr explizite Textstellen, denn die Künstlerin singt auch im Original davon, dass sie Liebe will in Verbindung mit körperlicher Gewalt. Aber das scheint in ihrer Heimatkultur offenbar gang und gäbe zu sein. Ein Lied der nordamerikanischen Künstlerin Britney Spears in unserer Adaption. Hit me baby, one more time.
Oh baby, baby. Down, down, down. Oh baby, baby. Down, down, down. Oh baby, baby. Wie sollte ich das verstehen? Dass irgendwas hier falsch war. Oh baby, baby, warum nur ließ ich dich gehen? Jetzt bist du nicht mehr da, ja. Zeig mir bitte, Mann, was fehlt dir? Sag mir, Baby, weil ich muss es wissen, jetzt sofort. Meine Einsamkeit bringt mich noch um. Und ich gebe zu, ich glaube noch, wenn du nicht da bist, dann flipp ich aus. Komm bald nach Haus. Schlag mich, Baby, noch einmal. Oh, Baby, Baby, der Grund, dass ich atme, bist du. Du hast mich geblendet. Oh, Baby, Baby, ich würd alles machen, um zu verhindern, dass es endet. Zeig mir, wie du willst es zu sein. Sag mir, Baby, weil ich brauch zu wissen, jetzt so bald. Meine Einsamkeit bringt mich noch um. Und ich gebe zu, ich glaube noch, wenn du nicht da bist, dann flipp ich aus. Komm bald nach Haus. Schlag mich, Baby, noch einmal. Oh, Baby, Baby. Ah, oh, Baby, Baby. Oh, Baby, Baby, wie sollte ich das verstehen? Oh, Baby, Baby, warum nur ließ ich dich gehen? Ich gebe zu, ich hab meine Wut, doch die bringt mich um. Weißt du nicht, ich glaube noch, dass du wirst sein hier und gib mir ein Zeichen. Schlag mich, Baby, noch einmal. Girls, they got
Keine Chance. Ein Lied über den Sommer. Jetzt ist Sommer. Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann Schwung mitten rein in den kalten Pool und ein Kaipirin, ja, ziemlich cool. Sonnenmilch drauf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und die seine Liegewiese. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nichts draus wird wegen 7 Grad, dann kippen wir zu Hause Versäcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man sitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Jetzt ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Sonntag auf und ab ins Cabrio, doch ich hab keins und das ist in Ordnung so, weil der Spaß daran dir schnell vergeht, wenn's den ganzen Sommer nur in der Garage steht. Manchmal, wenn ich das Wetter seh, krieg ich Gewalt, Fantasien und die Wetter weh. Wär das erste Opfer meiner Aggression, obwohl ich weiß, was bringt das schon, wenn man sie beim Boot nimmt und sie zwingt, dass sie im Bikini in die Nordsee springt. Ich mach mir lieber meine eigene Wetterlage, wenn ich mir immer wieder sage, jetzt ist Sommer, egal ob man sitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Ich bin sauer, wenn mir irgendwer mein Fahrrad klaut. Ich bin sauer, wenn mir einer auf die Fresse haut. Ich bin sauer, wenn ein anderer meine Traumfrau kriegt und am Pool mit dieser Frau auf meinem Handtuch liegt. Da sonst nehme ich alles ziemlich locker hin, weil ich mental ein absoluter Zocker bin. Ich drücke einfach auf den kleinen grünen Knopf und die Sonne geht an in meinem Kopf. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ab ins Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Scheiß aufs Wetter, egal ob man friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ab ins Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Thank you.